Schönen guten Tag. Willkommen aus meinem kleinen Reich, meinem Streaming-Studio-Whatever-Raum mit schönen Bildern. Willkommen in meinem Wetterblog. Heute ist das Wetter natürlich wieder schön. Wetterschwankung olé, oder wie sagt man? Ist ja egal. So, ey, ich mache mich gerade fertig. Ich nehme euch heute mal mit zur Probe. Ich muss noch ein paar Sachen hier vorbereiten. Zwar muss ich noch meine Gitarren oder Gitarre einpacken. Nicht das Ding hier. Und dann das Ding hier. Yo, ich sehe die Jungs heute seit langer Zeit mal wieder. Den Nash habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesehen. Der Matti war mich mal besucht zuletzt vor ein paar Tagen. Barry habe ich Ewigkeiten nicht gesehen. Es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich auf volle Kanone. Und jo, ich habe tatsächlich ohne Scheiß, glaube ich, seit November nicht mehr Gitarre gespielt. Gucken, wie die Probe wird. Vielleicht ändern wir die Location aus dem Proberaum raus in ein schönes Lokal, wo man geil was Geiles essen kann. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass so viele Leute die Videos jetzt gesehen haben. Hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Freue ich mich natürlich ultra. Es geht weiter. Mal gucken, was die Jungs dazu sagen werden, wenn ich die filme. Aber ich mach's einfach. Ich bin halt ein kleiner Frechdachs. Dann geht's gleich irgendwann los nach Aachen natürlich mal wieder. Da ist nämlich unser Proberaum. Da machen wir unsere Magic. Unsere musikalischen Magic. Sagt man das so, ne? Da ist das Shred-Moped. Das ist jetzt meine neueste, die ich letztes Jahr bekommen habe. Mach die mal ein bisschen sauber hier parallel. Super geiles Teil. Evertune auf jeden Fall. Von der Technik her geil. Muss man sich aber ein bisschen dran gewöhnen beim Spielen. Bin halt großer Fishman-Pickups-Fan. Bitte nicht, wie dreckig diese Gitarre ist. Die stand nämlich nur rum. Und das ist natürlich die Signature von Mr. Brian Welch von Korn. Schön. Schön auch. Schön auch. Sehr schön. Miau, miau, miau. Jo, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute sehen und wieder mal proben. Schon Ewigkeiten her gewesen, dass wir da zusammen irgendwas gemacht haben. Ich habe auch so gut wie nie die Gitarre in der Hand gehabt, tatsächlich. Ich glaube, das liegt daran, die Tour, die wir zuletzt gespielt haben im November, die mussten wir ja mittendrin abbrechen. Hat sicher was mit einem Abfuck zu tun. Ja, und dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich habe das öfter nach Touren, dass ich die Gitarre weglege und dann über Wochen nicht anfasse oder gar nichts mehr mache damit. Aber das ist jetzt auf jeden Fall in Kombination mit dieser ganzen Lockdown-Geschichte während der Tour und den Tourabbruch, den wir da quasi erfahren mussten, ein gutes Kombinationsgerät gewesen. Ja, aber ey, ich hab Bock. Wie gesagt, ich freue mich, die Jungs zu sehen. Das ist so mir das Wichtigste. Ist ja echt mittlerweile ein kleiner Akt, dass wir uns zusammentreffen. Zeitlich und familiär auch einfach schwer umsetzbar. Und der Matti, der kommt jetzt zu mir nach Gladbach und wir fahren weiter nach Aachen, damit der jetzt auch nicht den Weg fahren muss. So ist das Prozedere. Wir fangen aber langsam wieder an, ein bisschen was zu machen, weil wir ja im Sommer ein paar Festivals spielen. Wir spielen das Vainstream, das wird geil. Spielen wir das Jera und Air, spielen das Wacken. Da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Und das Full Force. Irgendwas war da noch. Oder vielleicht war es auch schon alles. Ja, und das sind so auf jeden Fall coole Festivals. Dann geht's mit der Planung Richtung Herbst, Winter dann weiter. Da bin ich mal gespannt, wann wir da was zu sagen können. Lampe, Orakel, erzähl mir was. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, würde mich mega freuen, würde mir auch mega helfen. Abonnieren, einen Kommentar da lassen vielleicht gerne. Sachen benennen, die euch nicht gefallen. Sachen vielleicht kurz reinschreiben in die Kommentare, die euch interessieren würden. Weil ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich struggle so ein bisschen mit diesem Content-Kram. Bin halt immer so, ja, ist das denn cool? Muss das denn so sein? Wird sich das jemand angucken? Sagt einfach gerne Bescheid, was ihr sehen möchtet. Ich versuche es einfach mal umzusetzen. Vielleicht passt das ja auch mit den Vorstellungen, die ich habe. Ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses ganze Thema. Es macht mir auf jeden Fall Spaß, auch diese ganze Schneiderei und zu gucken, was man da so überhaupt gefilmt und fabriziert hat. Abonnieren ist umsonst. Hilft. Kommentieren, Daumen hoch oder Daumen runter. Folgt mir auch gerne auf meinen Socials, die sind dann hier quasi einmal zu sehen. Ups, da so. Mir ist das Case jetzt auch nicht gerade auf meine Füße gefallen, dass der gar nicht viel tut zum Glück. Au, Alter. Hier übrigens aus meiner Streaming-Ecke, diese Wände, die wir hier sehen, das sind ja alles Totenköpfe, ne? Das sind nämlich eigentlich alte Wände. Das hatten wir auf der Bühne stehen und das habe ich mir dann jetzt hier reingehangen. Eigentlich war der Tisch vorher da,
So, dass man das quasi in der Mitte hat und dann wäre das so zugelaufen. Und das kann man auch ganz cool mit dem Licht dann machen. Das sieht dann abends echt ganz geil aus, wenn die Totenköpfe ein bisschen beleuchtet sind. Ich hoffe, ich kann nochmal in einem separaten Video mal drauf eingehen, was da alles so am Start ist. Wenn euch das interessiert, gerne auch hier mal kommentieren. Moin. Ein kleiner Ausschnitt von den Sachen, die wir mal gemacht haben. Ah, Nachtmar, den war ich auch mal auf Tour. Summer Breeze, Brutal Assault, Stick to Your Guns Tour. Ach nein, das war die Show in Köln damals. Sio, geil, wa? Das ist eine kleine Auswahl, aber ist schon mal was. So, ich habe mein... Hi Jesus, was los? Ich warte jetzt noch eben auf den Matti. Ich trinke noch schnell einen Kaffee. Dann fahren wir auch nach Aachen und proben. Eigentlich war ja der Plan, dass der Matti von sich aus zu mir kommt und wir dann von hier aus weiterfahren. Aber ich habe leider keinen Zweitschlüssel von meinem Auto. Die ist irgendwie nicht auffindbar. Und Mama Malis hat jetzt einfach einen Schlüssel mit allen anderen Schlüsseln zusammen gegrabt und ist jetzt weg. Und ja, ich kann natürlich nicht fahren, aber der Matti übernimmt. Tja, selbst schuld, Alter, wenn du ein Auto hast, Digga. Bin ich doch gefahren, oder? Oh. Bitte was? Ich habe eigentlich gesagt, dass du fährst, aber du. Ich fahr doch. Ja, du fährst doch. Naja. Ja. Nee, eigentlich fährst du, aber ich fahr eigentlich. Eigentlich solltest du fahren mit deinem Auto, fährst jetzt meins. Oder irgendwas. Was ist das? Irgendwas hat anders geklappt. Kacke. Na? Was essen wir denn jetzt? Ich denke thailändisch. Das ist der erste Bassist von Nasty. Der hat uns besucht, hat uns gesehen und ist jetzt am Start. Ist das geil? Hier, Alter. Fabi, wir haben gerade gesagt, der Berlin muss eigentlich Trier einspielen in Zukunft. Weil ich kann ja immer dabei haben, wie das kleinste Aufwand. Passt aber ein bisschen, finde ich. Was ist das? Ja, das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Alter, nee, ich muss hier alles auspacken. Geprobt, wie das ist, hier reinzugehen. Cool, scheint alles da. Ich denke, wir können dann beim nächsten Mal loslegen. Ja. Also, es gibt ja dieses höhere Gewalt-Thema. Wir proben nicht. Wir gehen so ein Essen. Das war der Aufwand jetzt für alles und für nichts. Ach ja. So, wir sind jetzt ein bisschen gefahren und gehen jetzt zu unserem Lieblingsrestaurant. Ein thailändisches Restaurant. Ist auf jeden Fall super geil da. Und wie gesagt, Probe. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist immer ein bisschen mit Aufwand verbunden und dann findet es nicht statt. Aber ey, ich feiere sowas. Ne? Das sind halt die Jungs, die freuen sich einfach. Oder wir freuen uns einfach, dass wir uns wiedersehen. Und ich liebe die Boys, ja. Ne? Super schön, die wieder zu sehen. Ja, wie ich schon meinte, das ist immer so dieses Kollektivding. Wir sehen uns mal vereinzelt, aber so als Gruppe. Eher selten, deswegen nutzen wir das jetzt einfach mal aus. Und da bin ich auch gar nicht böse drum. Wir können ja immer noch anfangen, irgendwann zu proben. Aber richtig. So, der Matti hat mich jetzt hier ganz spontan auf einer Family-Feier von der Oma von meiner Freundin gedroppt. Ich gehe jetzt mal in den Garten. Und das war's dann mit dem Proberaum-Vlog. Bis zum nächsten Mal.